So, der VfL Oldenburg gewinnt 39-26 an diesem 15. Oktober gegen die DJKM RC Trier. Der Manager der Trierer Miezen ist bei uns, Jürgen Brech. Wie fühlt sich das an, so ein Spiel von der Bank aus zu erleben? Ja, es gibt sicherlich schönere Sachen. Also erstmal Glückwunsch an Leszek, der Sieg geht vollkommen in Ordnung, auch in der Höhe. Wir hatten uns vorgenommen, hier uns so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen. Wir wussten, dass wir hier gegen ein Spitzenteam der ersten Liga spielen. Das war die erste Prämisse. Und zweitens haben wir gesagt, wir müssen versuchen, ohne Verletzung rauszukommen. Das erste ist uns sicherlich nicht ganz gelungen. Wir hatten uns etwas mehr vorgenommen. Aber ich glaube, die Verletzungen sind zum Glück ausgeblieben. Und ja, wir haben so nach 10 Minuten, 15 Minuten über Strecken das Handballspielen etwas eingestellt. Warum, weiß ich nicht genau. Hängt sicherlich auch damit zusammen. Wir haben am Samstag absolut an unserem Limit gespielt. Als wir in Trier gegen Göppingen gewonnen haben, hat auch keiner mit gerechnet. Und wenn man unsere Kaderdichte sieht, heute haben mit der Co-Trainerin und dadurch bedingt konnte auch die Christina nicht spielen, 5 Spielerinnen gefehlt, die berufsbedingt kein Frei bekommen haben oder frei bekommen konnten. Und das können wir natürlich nicht kompensieren. Und wenn man dann gegen so eine klasse Mannschaft wie Oldenburg spielt, dann kommt so ein Ergebnis zustande. Also auch die Mannschaft müssen wir etwas in Schutz nehmen. Das hat sicherlich alles noch in den Knochen gesteckt. Die lange Anfahrt natürlich auch, aber die hat auch Oldenburg, wenn sie nach Trier kommen. Christina Gutierrez, die Trainerin, die ist jetzt heute nicht hier, weil sie noch ein paar Sprachprobleme hat, obwohl sie spricht ja Deutsch. Ja, hat mir gerade eben gesagt, euer Spiel ist ein sehr kraftaufwendiges Spiel, das haben wir auch gesehen. Ja. Und dann fällt es mit so einem kleinen Kader natürlich auch schwerer. Genau. Also sprachlich gibt es dann also ein paar Barrieren, das klappt eigentlich schon ganz gut. Der Trainingsbetrieb läuft ganz gut, aber Jana ist ja auch fast bei jedem Training dabei und so haben die beiden eine gute Aufgabenteilung. Und ich denke, so die ersten Früchte konnte man am Samstag halt eben erzählen. Wie gesagt, Göppingen hat uns etwas stolz gemacht. Das hier ist jetzt leider Gottes wieder ein kleiner Rückschlag, den wir aber, glaube ich, auch nicht zu hoch für uns negativ bewerten dürfen und sollten. Danke, und Leszek ist zufrieden heute. Ja, wir haben hoch gewonnen und keine großen Probleme gehabt. Ich bin eigentlich froh und Glückwunsch nach Trier für die 2 Punkte gegen Göppingen. Wir waren gewarnt und das hat uns gut getan, weil natürlich, ich verstehe, dass man Recht hat zu Hause, wenn man gegen noch vor kurzem Tabellenletzte spielt, dass man sich vielleicht zu sicher oder sehr sicher fühlt. Allerdings, Trier hat überraschend für alle natürlich Göppingen geschlagen. Und da haben meine Spielerinnen, glaube ich, auch dadurch mehr Respekt irgendwie gewonnen und sich fleißig für diese Aufgabe vorbereitet. Wir haben viele Sachen umgesetzt. Ich bin froh, obwohl die ersten 5 Minuten haben das noch nicht irgendwie deutlich gezeigt, aber ich bin froh, dass diese 6-0-Deckung sehr kompakt, sehr gut gearbeitet hat, dass Talke im Zentrum heute einen sehr wichtigen Job gemacht hat, dass sie auch ihre Tore gemacht hat, obwohl wir Talke nur in Abwehr und eventuell Gegenstoß eingesetzt haben. Sie haben gesehen, dass wir heute auch mit Annika begonnen haben. Natürlich, solche Spiele muss man auch nutzen und versuchen, mit anderen Aufstellungen zu spielen. Und das haben die, hoffe ich, gut getan. Alle haben Tore gemacht, alle haben recht lange gespielt. Und ich denke, dass man sicherlich nicht alles als perfekte Handball sehen sollte, weil wir auch sehr viel unnötige Fehler gemacht haben. Insgesamt aber hat man auch schöne Momente heute erlebt, schnelles Spiel. Und wenn man 39 Tore gegen einen Bundesliga-Gegner wirft, dann denke ich mir, hat man Grund, zufrieden zu sein. Ja, jetzt gibt es eine Pause für beide Mannschaften. Trier spielt jetzt gegen Buxtehude, Oldenburg in Blomberg. Revanche vielleicht auch, ist es jetzt das richtige Zeichen, eine Revanche in Blomberg anzugehen, wenn wir schon mal ein bisschen vorausgucken können? Ja, natürlich möchten wir gerne uns revanchieren. Wir sind bis heute sehr unglücklich und unzufrieden, dass wir zu Hause schon uns vom Pokal verabschiedet haben. Das ist natürlich
absolut unnötig gewesen, weil ich immer der Meinung bin, dass unsere Mannschaft mehr Potenzial hat als Blomberg. Von anderer Seite muss man, was ich auch oft betone, man muss auch respektieren diese Leistung, die Blomberg gegen uns gezeigt hat. Diese Mannschaft hat verdient und gespielt, verdient gewonnen und gut gespielt. Unser Problem, wenn um jetzt die ganze Vorbereitung und wenn um das Spiel gegen Blomberg geht, sieht so aus, dass viele Nationalspielerinnen, die wir Gott sei Dank haben, werden unterwegs und die kommen zurück am 28. Oktober nach Hause. Das bedeutet für uns, dass wir nur einen Tag haben, uns für das Spiel gegen Blomberg als Team vorzubereiten. Deine Nationalspieler sind Anna Lörper, Angie Geschke, Laura van der Heijden. Und das Beste. Beste. Heute im Hallenheft ist der kleine Feller, weil über Tess steht gar nichts, aber Tess ist auch eingeladen für die internationale Spiele mit holländischer Nationalmannschaft. Außerdem Annika Meyer ist auch mit Juniorinnen aus Dänemark unterwegs. Das heißt, von dieser Kader fünf Spielerinnen können nicht vernünftig arbeiten. Na gut, man muss mit diese Probleme irgendwie leben. Ich denke, bei Blomberg ist diese komplette Kader ganze Zeit da. Also einfache Aufgabe ist das nicht. Von anderer Seite habe ich gerade gesagt, wir haben ein Team, die, wenn wir mit richtiger Einstellung und wenn wir mit den Möglichkeiten auftreten, die wir tatsächlich besitzen, wenn wir da auftreten, ist alles möglich. Aber das ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe, die wir gerne natürlich für uns entscheiden wollen. Ich hätte wohl gerne noch ein Wort zu Annika Meyer. Er hatte mir eben erzählt, sie war gestern Abend, hat sie erfahren, dass sie von Beginn an spielt. Und das würde ich jetzt von Beginn an eigentlich ganz gerne öfter machen. Wie hat sie gefallen und hat sie Möglichkeiten dazu? Sie würden das gerne machen oder sie? Nein, oder ich Annika? Würde das gerne wissen. Ja, also man muss natürlich sich mit dieser ganzen Geschichte beschäftigen. Wir haben, und heute haben alle, die Zweifel hatten, beziehungsweise das anders gesehen haben, hoffe ich, verstanden, zuerst diese ganze Aktion und diesen Schritt, die wir getan haben. Wir wussten, und das weiß jeder in Oldenburg, dass Wiebke Kethorn nach dem Saison endgültig mit ihrer Handballkarriere plant. Und für uns war unwahrscheinlich wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder eine Spielerin, die dieses Niveau wie Wiebke spielt, zu kaufen. Zweite Möglichkeit ist, suchen, eine Talentierte versuchen zu finden und diese ganze Entwicklung durch solche Aktionen zu unterstützen. Aber sie hat ordentlich gespielt heute. Sie hat meiner Meinung nach in zweiter Halbzeit schon sehr gut gespielt. In erster Halbzeit gibt es Sachen, die uns wieder Grund geben oder, wie ich das immer sage, Stoff geben für weitere Arbeitsstunden. Aber so verstehe ich meine Arbeit und so möchte ich junge Spielerinnen und diese Entwicklung unterstützen. Wiebke ist meiner Meinung nach eine der besten Kreisspielerin in Deutschland. Und deswegen, Annika lernt sehr viel von Wiebke auch. Wiebke macht das sehr gerne und freut sich für Annika. Heute ist Wiebke noch besser durch ihre Erfahrung, durch Spielverständnis und ist es so. Aber wir können natürlich nicht so lange warten mit Annika und sie ständig auf der Bank lassen, sondern wir werden versuchen. Einmal beginnt sie, anderes Mal beginnt sie nicht, bekommen sie mehr oder weniger Spielanteile. Viel ist auch von Annika abhängig, viel von Gegner. Es gibt immer verschiedene Gründe, warum man eben sowas macht. Aber insgesamt, weil das möchten Sie wahrscheinlich wissen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir getan haben im Sommer. Ich finde, dass das ein vernünftiger Schritt war. Und ich bin sehr glücklich, dass Annika heute, hoffe ich, genauso viel Spaß auf dem Spielfeld hatte, wie ich, als ich sie gesehen habe. Ja, das hat sie mir eben auch gesagt. Sie sagte, ist eigentlich ganz zufrieden und macht ihr Mut für die Zukunft. Ich glaube, das ist das, was sie auch eben sagen wollte. Ne? Das war's.
Jürgen Brecht, als Annika Meier zum VfL gekommen ist, da war Trier noch in der zweiten Liga und dann habt ihr euch ganz kurzfristig entschieden, in die Bundesliga zurückzukehren, nachdem Frankfurter HC insolvent gegangen war, einen Insolvenzantrag angemeldet hat. War das möglich, plötzlich? Gibt es in Ihrem Kopf etwas, das die Entscheidung bereuen lässt? Nee, eigentlich nicht. Es gab für uns eigentlich nur eine kurze Phase des Nachdenkens. Wir haben das natürlich gründlich gemacht, haben mit der Mannschaft, mit Sponsoren, mit dem Umfeld gesprochen. Die zweite Liga hätte für uns unterm Strich einen finanziellen Mehraufwand bedeutet. Woher kommt der? Der kommt zu einem daher, dass noch weitere Fahrten da sind. Man muss bis nach Harrislie, da ist, glaube ich, noch ein gutes Stück weiter oben. Und wir müssten natürlich in Trier, wenn wir zweite Liga spielen, können wir natürlich nicht unsere Ziele verkaufen. Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das heißt, wir müssten dann schon eine ambitionierte Mannschaft zusammenstellen, die auch, sagen wir mal, mindestens die Qualität unseres jetzigen Kaders hat. Und die zweite Liga verkauft sich halt eben auch bei den Sponsoren nicht so gut wie die erste Liga. Mhm. Das heißt, ein Großteil der Sponsoren hätte hinter uns gestanden, aber es hätte durchaus Kürzungen gegeben. Und von daher war für uns die erste Liga eigentlich relativ schnell klar, dass wir diese Chance nutzen müssen. Wohlwissend, dass es für uns sicherlich nur um den Klassenerhalt geht. Und wir sind aber der Meinung, dass wir das mit der Mannschaft hinbekommen können. Im Vergleich zum letzten Jahr, da haben wir zu dem Zeitpunkt schon wesentlich höhere Niederlagen gehabt. Wir sind jetzt 3-4 Mal wirklich knapp gescheitert, auch an unsere Nerven, vielleicht auch an den jungen Spielern. Man sieht, unsere Spieler, die stehen alle auch mitten im Beruf und das sehen wir halt eben noch heute. Und dann fehlt halt eben vielleicht das Quäntchen Glück, was wir in den letzten Jahren oft hatten. Das hat uns jetzt in der Hinrunde gefehlt. Aber ich sage immer, alle Gegner, gegen die wir jetzt verloren haben, oder viele, jetzt außer natürlich Oldenburg oder Leipzig, die werden wir noch wahrscheinlich 3-mal wiedersehen. Und da rechnen wir uns schon doch was aus, dass wir da die Klasse halten. Ihr habt gegen Bietigheim zum Beispiel zu Hause verloren. Das war ein Rückschlag. Und dann gegen Göppingen gewonnen. Ja. Und damit muss man ja auch nicht unbedingt rechnen. Diese Auswärts trefft ihr ja auch nochmal auf Göppingen und Bietigheim und auf die Konkurrenten, die unten drin stehen. Kommen dann eigentlich die Spielerinnen mit, die heute gefehlt haben? Wir gehen davon aus. Es ist halt eben problematisch. Also wenn die Spielerinnen wirklich in einem Fulltime-Job drin sind, dann ist natürlich ein Dienstag ist schon schwer, weil es ist ja nicht nur dienstags abends mal spielen, sondern man ist ja den ganzen Tag weg. Hinzu kommen natürlich dann auch die Kompromisse, die ein Arbeitgeber eingehen muss, wenn Spielerin samstags ein hartes Spiel hat oder sonntags, dann kann das auch sein, mal montags verletzt oder wie jetzt zum Beispiel, die heute mit zurückreisen, da sind noch einige dabei, die müssen morgen früh um 8 Uhr arbeiten gehen. Das ist natürlich dann schon sehr schwierig. Ne? Von daher sind diese Termine natürlich recht unglücklich. Ne? Aber so ist das halt und geht ja nicht nur uns so, geht ja auch anderen Mannschaften so oder den meisten. Und da müssen wir halt eben mit leben und ja. Ich denke, wir werden das auch hinbekommen. Hoffen wir. Sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Und wünsche ich euch, hören wir jetzt auf, schnelle Rückfahrt, dann gibt es noch Chancen für den morgigen Arbeitstag. Ja. Wie gesagt, wir kommen immer gerne nach Oldenburg. Schöne Halle, schöne Atmosphäre, tolle Mannschaft. Aber hat ja schon so ein bisschen Tradition, da hat man immer ohne 2 Punkte hier heimfahren. Letztes Mal war 2004 oder 2005. Ich glaube, ich durfte das noch erleben. Also vielleicht kommen irgendwann mal bessere Zeiten, dass wir dann auch mit einem breiteren Grinsen hier nach Hause fahren. Aber ich wünsche dem Verein alles Gute, Leszek alles Gute. Ihr habt eine Top-Mannschaft und ist auch ein tolles Umfeld hier. Vielen Dank. Danke.